Hoffen wir mal, YouTube hat sich ein paar extra Server gekauft, damit die Seite nicht aufgrund dieses sehnlichst erwarteten Videos down geht. Im heutigen Video werde ich die Droge Xanax konsumieren und im Allgemeinen über Benzodiazepine, kurz Benzos, aufklären, die Drogenklasse, zu denen Xanax auch gehört. Das Besondere an diesem Drogentest ist aber, dass ich während meines Rausches mit dem Robin vom YouTube-Kanal Just Nero sprechen werde, der mal von Benzos abhängig war. Außerdem habe ich auch eine Ärztin zu dem Thema befragt. Vielleicht sind dann meine Videos seriös genug, damit die ganzen Reaction-YouTuber auch mal auf meine Drogentests reagieren und nicht nur auf die von Tomatolix. Benzos sind Medikamente, die als Schlaf- und Beruhigungsmittel oder als Mittel gegen Spastiken und epileptische Anfälle von Ärzten verschrieben werden. Von Liebhabern von Psychedelika werden Benzos aber auch genutzt, um einen schlechten Trip abzubrechen. Also, wenn man gerade auf LSD voll Panik schiebt, kann die Einnahme von einem Benzodiazepin wie Valium oder Xanax dafür sorgen, dass man sich etwas beruhigt und eventuell auch bald schlafen kann. Um detaillierteres über die Wirkweise von Benzos zu erfahren, habe ich die Ärztin Fluors vom Kanal Dr. Flojo gefragt. Kannst du mich und die Zuschauer ein bisschen aufklären darüber, wie Benzos im Gehirn wirken? Auf welche Rezeptoren wirkt es? Wie ist da die Wirkungsweise? Ja, die Benzos, also Benzodiazepine, das ist der ausgesprochene Name, die wirken im Gehirn, im Rückenmark, im zentralen Nervensystem so, dass sobald sie an die Rezeptoren, die Bindungsstellen auf den Nervenzellen andocken, dann wird ein Transmitter, ein Botenstoff verstärkt freigesetzt. Und zwar ist das kurz GABA, das steht für Gamma-Aminobuttersäure. Und das ist eigentlich so mit der wichtigste Botenstoff im Gehirn, der hemmend wirkt. Man sagt auch inhibitorisch, der dämpft also. Heißt dann eben, durch das Benzodiazepin wird der verstärkt freigesetzt und das ganze ZNS wird dann eben gedämpft. Heißt also, das beruhigt insgesamt so ein bisschen, ist auch angstlösend, kann auch die Muskeln entspannen, kann Krämpfe lösen. Also es hat so verschiedene Wirkungen. Und zwar passiert das nämlich so, dass wenn dieser Transmitter verstärkt freigesetzt wird, dann kann die nachfolgende Nervenzelle, die darauf folgt, nicht mehr so gut erregt werden. Heißt also, die ist nicht so leicht aktivierbar. So kann man das sagen. Okay, aber der Wirkstoff der Benzos, der geht sozusagen auf einen Rezeptor drauf, der das auslöst, dass Gamma mehr ausgestößt wird. Richtig. GABA. Das ist GABA, genau. GABA, genau. Nicht Gamma. Die typischen Nebenwirkungen von Benzos sind Müdigkeit, Schwindel, Verminderung der Reaktionsgeschwindigkeit und besonders in Kombination mit Alkohol Gedächtnisverlust. Bei einmaliger Einnahme mit einer vernünftigen Dosierung bleiben starke Nebenwirkungen bei Benzos in der Regel aus und wenn man nicht komplett horrende Dosen nimmt, ist es sehr schwer, an einer Überdosis durch eine Atemdepression zu sterben. Die typische Dosis, die ein Arzt verschreibt, liegt bei Xanax beispielsweise bei 0,5 bis 1 Milligramm. Für eine tödliche Dosierung müsste man mehr als 10 Mal so viel nehmen. Schnell ändert sich das allerdings bei Mischkonsum. Es gibt ja auch einige prominente Persönlichkeiten, die gestorben sind, weil sie Xanax mit anderen Drogen gemischt haben. Ja, irgendein Rapper jetzt neulich erst. Lil Peep? Ja. Die größte Gefahr bei Benzos liegt wirklich bei der sehr heftigen Sucht. Bevor ich den Praxistest machen konnte, musste ich mir von Fluors noch ein paar letzte Tipps abholen. Würdest du empfehlen, währenddessen zum Beispiel Ups die Pannenshow anzuschauen? Ups die was? Ups die Pannenshow mit Danny Klose. Ach so, ja. Wäre relativ sinnvoll. Jetzt, wo das geklärt ist, kommen wir zum Praxistest, bei dem ich eine Pille mit 1 Milligramm Alprazolam, aka Xanax, einnahm. Yo, ich nehme jetzt das Xanax. Hier ist das Ganze drin. Ich nehme das jetzt in den Mund und schluck's runter, oder? So nimmt man Tabletten, das ist richtig. Wenn ihr diesen Part seht, dann seid ihr vermutlich Patreon-Supporter, weil ich wahrscheinlich die Droge auf YouTube nicht zeigen werde. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Ja doch, also ich muss sagen, ich spüre schon so eine gewisse Entspanntheit und vielleicht müsste man es bei mir auch als Zuschauer merken im Vergleich zu dem, wie ich sonst bin, weil ich rede sonst, würde ich sagen, schon ein bisschen aufgedreht. Ein bisschen ruhiger. Also ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr entspannt. Aber ich fühle mich auch ein bisschen so, als bin ich nicht ich. So, ich denke mir so, das ist überhaupt nicht meine Persönlichkeit. Ich glaube, wenn ich jetzt das nehmen würde, dann würden die Leute in meinem Umfeld sehr häufig sagen,
Jo, was ist mit dir los? Aber ich könnte jetzt, wenn ich wollte, könnte ich mich jetzt auch schnell bewegen und hyperaktiv, aber es ist... Hast keinen Bock drauf vor allem. Es ist mir jetzt überhaupt nicht danach. Während meines Rausches fragte ich Robin zu seiner Suchtgeschichte. Interessanterweise wurde er nicht abhängig, weil er aufgrund von diversen Rap-Songs neugierig auf diese Drogen wurde und sie sich dann wie ein anständiger Bursche vom Shady Dealer im Park kaufte, sondern weil er das Benzo Tabor von einem Arzt verschrieben bekommen hatte, nachdem er nach einem Suizidversuch in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Der Arzt hat ihn nicht genauer über die Droge aufgeklärt und dass er abhängig davon war, erfuhr er erst, als er die Droge nach mehreren Wochen Einnahme absetzen wollte und dadurch heftige Entzugserscheinungen hatte. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass du dann dem Arzt irgendwie böse bist, dass er dir das verschrieben hat ohne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Besonders das Benzo Xanax ist in sehr vielen Songs vertreten. Sehen Sie mein Teeth, sehen Sie mein Eyes. I crush the shit up, bro, really got sehen Sie mein Eyes. Ich pop noch eine sein, ich pop noch eine allerletzte Bar. Robin erklärte mir, dass Xanax von Interpreten und Konsumenten vor allem deshalb am meisten gehypt wird, weil man Xanax am ehesten für einen High missbrauchen kann. Andere Benzos können zwar entspannen, Ängste lösen, aber es wird kein richtiges High ausgelöst. Durch das Einnehmen von vielen Xanax, wovon ich natürlich strengstens abrate, kann so eine High-Wirkung aber durchaus eintreten, was aber natürlich dann auch umso gefährlicher ist. Ansonsten unterscheiden sich Benzos in Aspekten wie Wirkdauer und Wirkeintritt, so dass je nach Indikation unterschiedliche Benzos am meisten Sinn machen. Am meisten Sinn macht es natürlich, euch was im Open Mind Shop zu gönnen. Es ist eine hervorragende Methode, diesen Kabal hier zu unterstützen und eine sehr geile Methode, um euer Life durch ein grandioses Produkt zu verbessern. Der Projektor 3000 ist nach wie vor das beliebteste Produkt. Es gibt jetzt auch einen neuen coolen Projektor. Der hat zwar keine Smart Home Funktionen, dafür aber Bluetooth Lautsprecher, die Wahl zwischen rotem und grünem Laser und das geilste, einen integrierten Akku, also funktioniert somit komplett kabellos, was perfekt ist für unterwegs. Check den angepinnten Kommentar für mögliche Gutscheine. Kommen wir zurück zu meiner Xanax-Erfahrung. Yo, bam, ich rappe auf Xanax harte Lines und bin auch so gut, dass ich alles rhymes. Aua! Verdammt nochmal! Aber ich würde schon sagen, also das Gefühl ist jetzt schon angenehm, also das kann man nicht abstreiten, also es ist jetzt nicht irgendwie so, oh, ich bin überschwemmt mit Druckgefühlen, aber irgendwie so eine Entspannung, also das wirklich, ich merke auch, wie meine Muskeln so sehr hart entspannen und ich einfach nur da liege, wie so mein Körper fällt. Das hier ist, glaube ich, das Thumbnail. Also ich bin müde, aber auf eine Weise, wo ich weiß, dass ich mich easy wach halten kann. Also, ich bin noch nicht so lange wach, ich kann auf keinen Fall jetzt pennen. Ketchup, Gesell. Also ich denke, bei mir merkt man die Wirkung auf jeden Fall eher als bei jemandem, der jetzt kein ADHS hat. Weil da kann man, denke ich, eher so einen Kontrast sehen von Leuten, die jetzt so ein normaleres Gemüt haben und nicht dieses aufgedrehte. Während der Wirkzeit war ich sehr slow und träge und hätte jederzeit einschlafen können, wenn ich gewollt hätte, aber es war jetzt auch nicht schwer, sich wach zu halten. Was mich aber völlig überrascht hat, ist, dass nach 4 Stunden Wirkzeit alles wie vorher war. Also ich hatte im Endeffekt keine Nebenwirkungen und es war so, als hätte ich die Droge nie genommen. Ich war wach, fit und aktiv und von der vorherigen Slowness war nichts mehr zu spüren. Während der Wirkung ging ich noch davon aus, dass der Rausch so endet, dass ich einfach einschlafe. Doch von diesem ersten Eindruck sollte man sich auf keinen Fall täuschen lassen. Denn wenn man Benzos länger nimmt, entsteht einer der heftigsten Abhängigkeiten überhaupt. Der Entzug ist ziemlich heftig tatsächlich. Also da kann wirklich alles, also kann alles dabei sein, von den klassischen Symptomen, wie zum Beispiel, man schwitzt, man ist unruhig, hat Kopfschmerzen, die Muskeln können auch schmerzen. Gleichzeitig kann es sein, dass man überempfindlich ist auf Geräusche, auf Licht. Mhm. Man kann halluzinieren zum Teil. Dann kann es auch sein, dass plötzlich die Symptome oder die Beschwerden, weswegen man das eigentlich genommen hatte, das Benzo, dass die plötzlich sehr heftig wiederkommen. Ja. Sprich also, dass man massive Schlafstörungen hat und auch zum Beispiel wirklich plötzlich Angst- und Panikstörungen wieder in dem Moment. Hab teilweise gekotzt, bin umgekippt und schwarz vor Augen. Ja. Ich bin richtig hysterisch geworden.
haben. Ja. Teilweise Richtung aggressiv, also nicht, dass ich jemanden geschlagen habe, aber so, dass ich gegen eine Wand geboxt habe und sowas, ja, dass ich halt voll durchgeflippt bin. Ich konnte nicht schlafen, ich hatte die übelsten, das nennt sich Rebound-Effekt, ich hatte die übelsten Panikattacken. Mir ging es richtig, richtig, richtig beschissen, weil ein Benzodiazepinentzug ist wie mit Alkohol, glaube ich, der einzige Entzug, von dem du sogar von dem Entzug sterben kannst. Ja. Ist ja große Muskelkrämpfe großartig gehabt, Muskelzuckungen gehabt. Ja, es war die Hölle. Was würdest du den Zuschauern eher empfehlen? Einen Heroinentzug oder einen Benzo-Entzug? Ich würde mir beides nicht empfehlen. Ja. Robin nimmt inzwischen keine Benzos mehr, aber weil er teilweise noch heute das Verlangen nach der Droge hat, war es gar nicht so leicht, mir bei der Einnahme der Droge zuzusehen. Ich muss sagen, als du die neben mir in der Hand gehalten hast, das habe ich dir ja vorher schon gesagt, ne? Ich nehme es zwar nicht mehr, aber man wird diese Sucht nie komplett los, glaube ich. Ja. Also dieser Gedanke ist natürlich trotzdem da, aber ich habe, wie gesagt, mit meiner Freundin vorher abgesprochen. Ich habe gestern schon so gesagt, zu ihr gesagt, so, ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie ich ihm überzeugen kann, mir eine davon zu geben oder sowas in die Richtung. Aber nein, Alter. Meine Erfahrung mit dieser Droge war zwar ganz entspannt, aber alles in allem war es ein Zustand, der nah genug an meinem nüchternen Zustand dran war, dass das nie eine Droge sein wird, die ich besonders interessant finden oder häufig nehmen werde. Insgesamt sehe ich Benzos sehr kritisch. Der Grund, warum ich von der Droge nicht so begeistert bin, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich keine Angst oder Schlafstörung habe. Wenn Leute mit solchen Problemen Benzos nehmen, macht das ihren Alltag zumindest anfangs so schnell, so viel besser, dass es schnell zur Sucht kommt. Also ausgerechnet für die Leute, denen man Benzos am ehesten verschreibt, ist es auch am gefährlichsten. Das heißt nicht, dass Benzos als Medikament keine Daseinsberechtigung haben. Würdest du sagen, es gibt Situationen, wo du sagst, ja, da würde ich es empfehlen, oder würdest du sagen, aufgrund deiner Erfahrung, nehmt es auf keinen Fall? Wenn man in einer akuten Paniksituation ist, dann kann man es nehmen. Aber die Sache ist nicht auf Dauer. Ja, genau. Und unter gar keinen Umständen, scheißegal welche Umstände, nicht länger als eine Woche nehmen. Ja. Man sagt 2 Wochen, aber nicht länger als eine Woche vorsichtshalber, weil so ein Benzo-Entzug, da will man, wie gesagt, nicht durch. Benzos als Tripkiller würde ich auch zu den sinnvollen Verwendungszwecken zählen. Als Droge zum Spaß sind Xanax und Co. aus meiner Sicht aber sinnlos, denn entweder man wird davon nicht begeistert sein oder zu sehr begeistert sein. Dass eine Droge, die Angst und Panik bekämpft, zurzeit einen Hype hat, ist kein Zufall. Allein in Deutschland leiden zurzeit 12 Millionen Menschen an Angststörungen. Das sind 15%. Ich fürchte, dass Benzos aus dieser Situation nicht der Ausweg sind, sondern das Bekämpfen der eigentlichen Ursachen der Störung und mehr Mindfulness. Physiologisch ist Angst beinahe das gleiche Gefühl wie Aufregung, und der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gefühlen ist im Grunde nur das Framing. Also bei einer Achterbahnfahrt oder einem Horrorfilm wünscht man sich ja gerade dieses Gefühl. Mindfulness-Meditationen eignen sich sehr gut, um bei Panikattacken das Framing so zu ändern, dass der Zustand weniger schlimm ist. Es klingt wie eine abgedroschene Phrase, aber wenn ihr solche Störungen habt, macht Sport, meditiert, ernährt euch gesund, geht zu einem Psychologen und versucht, die Finger von Benzos zu lassen. Don't give me. Im Open Mind Shop gibt es übrigens auch die Kategorie Supplements. Da könnt ihr ausgewählte Probierpackungen von meinen Nahrungsergänzungsmitteln kaufen. Für mehr Auswahl könnt ihr euch zum separaten Supplements Shop weiterleiten lassen. Da ist diese Woche das Produkt Deep Sleep rausgekommen, ein Nahrungsergänzungsmittel-Stack, das beim Schlafen helfen soll. Da man mit Benzos ja auch besser einschlafen kann, ist es, denke ich, sehr sinnvoll, wenn ich das in diesem Video erwähne. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln hat man natürlich im Vergleich zu Benzos kaum Nebenwirkungen, aber ich mache bald noch ein detaillierteres Video zum Thema Schlaf. Also, danke an alle, die sich was im Open Mind Shop oder Supplement Shop gönnen und somit diesen Kabal unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen erholsamen Abend und bleibt auf jeden Fall gesund. Voll die Standardverabschiedung.